Sarah Marita Kramer ist derzeit das Maß aller Dinge im Skisprungzirkus der Frauen. Aus den ersten 6 Springen konnte sie ganze 4 gewinnen und der Konkurrenz enteilt sie derzeit im Weltcup. Im heutigen KRONE TV Sporttalk sprechen wir über die aktuelle Verfassung der 20-jährigen Salzburgerin, die Ambitionen für das Olympiajahr und ob sie sich in jungen Jahren schon mit Rekorden auseinandersetzt. Aber zunächst mal hallo und herzlich willkommen und danke, dass du dir Zeit nimmst. Danke. Ja. Hallo. Sarah Marita, reden wir zunächst mal über das Klingenthal-Double. Du hast beide Springen jetzt gewonnen, jetzt generell 2/3 der Springen gewonnen. Woher kommt denn die aktuelle Verfassung? Hast du die mitgenommen aus der Vorsaison? Das Ziel war, dass man aufbaut auf das von der letzten Saison und dann im Sommer natürlich hart trainiert. Mit den Zielen im Hinterkopf und auch immer 120% geben und alles, was geht, und ja, dann ist es natürlich umso schöner, wenn es dann auch aufgeht und man bei den Wettkämpfen eben vorhin dabei ist. Ist es für dich Selbstverständlichkeit aktuell? Wie fühlt sich der Körper an, auch im Gegensatz zur Vorsaison? Hat sich etwas verändert bei dir? Ist vielleicht ein bisschen ein Reifeprozess passiert? Nein, selbstverständlich ist da eigentlich gar nichts. Jeder gibt Gas und man sieht auch einfach, dass das Niveau immer höher wird und es eigentlich immer schwieriger wird, vorne dabei zu sein. Ich weiß, dass ich, wenn ich gute Sprünge mache, dass ich vorne dabei bin, aber die muss man erst einmal machen. Und ja, körperlich, ich glaube, dass ich Kraft über den Sommer etwas aufgebaut habe. Und ansonsten halt an der Technik auf der Schanze noch ein bisschen gefeilt habe, aber ansonsten hat sich nicht sehr viel verändert. Jetzt hast du vor allem bei einem dieser beiden Springen am vergangenen Wochenende deine Konkurrenz über 20 Punkte sozusagen in die Schranken gewiesen. Wie gehst du denn derzeit mit der Dominanz um? Oder ist es dir egal, ob du mit 0,1 oder 21,6 Punkten gewinnst? Mir ist da gar nicht so hauptsächlich um den Sieg gegangen, sondern einfach um die Qualität meiner Sprünge, weil am ersten Tag habe gewonnen und war echt sehr zufrieden mit dem Sieg, aber mit den Sprüngen war ich leider nicht ganz so zufrieden und darum war ich am zweiten Tag einfach glücklicher und zufriedener, weil ich auch das umsetzen habe können, was ich mir vorgenommen habe und einfach wieder bessere Sprünge habe zeigen können. Vor allem der erste, der ist auch, hat es wieder viel besser passt als wie in den Tag davor und das Gefühl ist natürlich danach gleich viel besser, wenn es auch in der Luft zusammenstimmt und wenn es richtig ins Fliegen kommst und nicht kämpfen musst. Und ja, das war dann auch das, was mich glücklicher gemacht hat. Und jetzt muss man sagen, jetzt gibt es natürlich viele Mitkonkurrentinnen, die dich aus der Vorsaison natürlich schon kennen. Aber du wirst jetzt wahrscheinlich auch anders wahrgenommen werden. Hast du auch intern innerhalb des ÖSV, aber auch extern rund um alle anderen Nationen mitbekommen, wie du jetzt wahrgenommen wirst? Wirst du anders auch angesprochen? Nicht unbedingt. Ich meine, man kennt mich halt in der Skisprungfamilie vermutlich. Und ja, ich hoffe, dass ich auch die Sarah bleibe, die ich bin. Und ich mag auch nicht unbedingt anders wahrgenommen werden, weil ich bin auch einfach eine Athletin, die probiert, so gut wie möglich Ski zu springen. Und nur weil ich jetzt 12 Siege habe, dass ich eine andere Person bin. Also das ist, ja. Natürlich verändert man sich durch die Erfolge, man wird insgesamt selbstbewusster und dadurch wird man auch von der Konkurrenz anders wahrgenommen. Aber dein Ziel ist es schon, bodenständig zu bleiben und nur zu einem gewissen Grad die erfolgreiche Sportlerin sozusagen raushängen zu lassen. Ja, ich meine, man merkt natürlich schon, dass raufgeschaut wird zu mir jetzt. Aber ich finde es vor allem auch cool, wenn halt einfach die Athletinnen oder sogar hin und wieder die Athleten, die Springer sagen, das ist echt cooler Skispringer und das ist halt auch das, was mir am meisten taugt. Und natürlich, das merkt man schon, dass man jetzt genauer angeschaut wird auf der Schanze oder keine Ahnung, beim Training, was ich halt mache und so. Und ich meine, das ist schon cool eigentlich, weil es ist eine Vorbildfunktion, beziehungsweise es ist halt einfach, dass man für manche halt schon ja, eben die Vorbildwirkung einnimmt und das ist natürlich schon eigentlich, ganz cool.
Vorbildwirkung ist das eine, erfolgreich bleiben das andere. Du hast 4 der ersten 6 Springen gewonnen, hast 149 Punkte Vorsprung im Gesamtweltcup. Ist das ein Gedanke, der dich beschäftigt oder tatsächlich nur eine Momentaufnahme? Immer natürlich hat man das im Hinterkopf, ein Gesamtweltcup, weil das ist dann einfach das, was zeigt, dass du über die ganze Saison hinweg starke Leistungen gebracht hast. Aber natürlich haben wir noch viele Wettkämpfe vor uns und einfach die Saison ist noch lang und es kann noch sehr viel passieren. Letztes Jahr hat man es auch gesehen, dass einfach gewisse Sachen passieren können, die man nicht mal in der Hand hat. Und darum ist es jetzt einfach ein Traum, ein Ziel und ja, für das muss man halt hart arbeiten. Und wenn es aufgeht, dann ist es natürlich umso schöner, aber ist Garantie hat man halt leider keine. Ja, leider Gottes. Hast du trotzdem im Gegensatz zum erfolgreichen Vorjahr Erkenntnisse gewonnen und in der Vorbereitung irgendetwas anders gemacht oder im Trainingsalltag vielleicht etwas umgestellt? Gibt es da Adaptionen, die vorgenommen wurden? Nicht unbedingt. Also immer natürlich probiert man sich weiterentwickeln und probiert man einfach das Training anzupassen, adaptieren, was halt gut passt, was halt nicht so gut passt und so. Und das ist natürlich immer, ja, das bleibt nicht immer dasselbe, aber im Großen und Ganzen ist eigentlich alles gleich geblieben und ja. Jetzt wartet vor allem das erste Heimspringen in der Ramsau auf dich. Du hast im Vorjahr zu einer ähnlichen Zeit dein damals zweites Weltcup-Springen dort gewonnen. Gibt es eine besondere Liebe zur Ramsau oder wie viel Selbstvertrauen bringst du mit für das anstehende Wochenende? Zählt eigentlich aktuell nur ein Podestplatz oder wäre alles andere dann enttäuschend? Naja, ich meine, ob jetzt nur ein Podestplatz zählt, natürlich ist es mein Ziel, aufs Podest zu springen. Ich würde lügen, wenn ich sage, mein Ziel ist es, Top 10 zu springen oder Top 5. Aber wie gesagt, es ist auf einem hohen Level heuer und vor allem auf der K90 ist alles viel dichter beieinander als wie auf der Großschanz. Also das ist schon nochmal ein Unterschied, da muss man echt sauber Ski springen. Und Ramsau, ja, grundsätzlich liegt mir die Chance. Letztes Jahr ist es voll gut gegangen dort und ja, im Sommer waren wir auch hin und wieder dort und eigentlich passt es immer. Also ich freue mich auch schon auf den Weltcup und ja, dann werden wir schlussendlich sehen, wie es ausgeht. 12 Weltcup-Springen hast du insgesamt schon gewonnen. In dieser Saison werden es hoffentlich noch mehrere werden. Grundsätzlich die Frage in diesem Jahr, zählt für dich mehr der Gesamtweltcup oder doch die Olympischen Spiele 2022? Die Frage habe ich schon öfters gekriegt. schwierige Frage. Also, ich meine, natürlich ist es mein Ziel, beides zu gewinnen. Und was mehr zählt, ich meine, der Gesamtweltcup zeigt einfach die Konstanz und das über die ganze Saison hinweg und Olympia ist halt eine Olympiamedaille. Ja, grundsätzlich beides. Ich meine, ich bin nur jung, ich habe nur mehrere Jahre und ja, das wird einfach in der Zukunft mein Ziel sein, beides irgendwann zu gewinnen. Trotzdem muss man ja sagen, so Olympische Spiele finden nur alle 4 Jahre statt. Wie sieht das vielleicht auch in deinem Kopf aus, die intensive Vorbereitung? Oder wirst du bis zum letzten Weltcup-Springen vor Olympia alles daran setzen, dort möglichst viele Punkte zu holen, um dich dann voll und ganz auf Peking zu konzentrieren? Natürlich ist Olympia eine große Rolle dieses Jahr und einfach generell über die... Man bereitet sich ja nicht nur ein Jahr auf Olympia vor, das ist einfach eigentlich seit Kind bereitet man sich auf das vor, weil das ist irgendwie so der Sportlertraum, dabei zu sein und eine Medaille zu machen. Und ja, jedes Jahr macht man einen Schritt näher, Schritt weiter und irgendwie ist das so, ja, ich weiß nicht, das große Ziel und ich meine, es wird meine erste Olympia werden dieses Jahr und es ist einfach, ja, ich habe keine Ahnung, was mich da erwartet und wie das also alles abläuft. Letztes Jahr war die erste WM, das war schon was anderes und Olympia ist dann, glaube ich, nochmal was anderes. Also grundsätzlich freue ich mich einfach schon und bin ich schon gespannt auf, wie das alles abläuft und
wie das alles ist dort und ja. Jetzt muss man ja sagen, du bist unheimlich stark und dominant unterwegs in dieser Saison. Ich will jetzt nicht davon sprechen, dass dir irgendwann langweilig werden könnte in der Damenkonkurrenz. Aber schwirrt da ein Gedanke in deinem Kopf, einfach nur weil es attraktiv wäre, bei den Männern mitzuspringen, damit man sieht, wo man eigentlich landet? Oder siehst du doch noch einen sehr, sehr großen Sprung zwischen Frauen- und Männersport? Also, mir würde es eigentlich echt mal interessieren. Ich meine, sicher ist noch ein Unterschied zwischen Herren und Damen und vor allem den Anlauf, den wir haben. Das ist halt doch nur mal anders. Also die Technik, die was bei uns funktioniert, die funktioniert wahrscheinlich bei den Herren nicht. Beziehungsweise nicht so gut, dass es für vorne reicht. Aber mir würde es grundsätzlich schon interessieren, einmal mitzuspringen und einfach zu sehen, wo man steht. Immer mein Ziel ist es, immer näher an das ans Niveau von den Herren ranzukommen. Also ja. Das ist irgendwie, man probiert halt so gut Ski zu springen, dass halt auch die Herren sagen, boah, das ist echt cool und ja, also cool wäre schon mal. Jetzt stehst du natürlich auch im Austausch mit Stefan Kraft und auch anderen ÖSV-Athleten. Was sagen die eigentlich zu deinen bisherigen Leistungen? Wird dir regelmäßig Honig ums Maul geschmiert oder gibt es da vielleicht doch neidische Blicke von Männern, die sehen, dass du deine Konkurrenz ganz einfach dominierst? Also neidische Blicke überhaupt nicht. Ich meine, natürlich sagen sie mir hin und wieder, dass es echt cool ist, was ich mache und dass es, also wenn sie zuschauen, dass ich gut springe und so. Und das ist einfach echt sehr cool. Und letztens in Nischni bei meinem 104 Meter, da habe ich von recht vielen einfach ein Feedback gekriegt und halt einfach eine Nachricht gekriegt, dass es voll cool ist, was ich mache. Und eben weiter so und ja, das motiviert natürlich schon auch. Du hast natürlich auch einen familiären Background, viele Menschen, die dich dorthin gebracht haben, wo du jetzt bist. Wie gehst du denn eigentlich selber mit dem ganzen Lob und den Erfolgen um? Abgesehen davon, dass du natürlich immer wieder versuchst, bodenständig zu bleiben. Was macht das mit dir eigentlich? Ja, nicht unbedingt das Lob. Ich freue mich einfach, wenn so viele sich mitfreuen und wenn einfach so viele eigentlich an meiner Seite sein und einfach immer für mich da sein. Und das ist, glaube ich, mehr das, was ausmacht und mir einfach das, die Motivation einfach gibt, weiterzumachen, weil ich so viel hab, die was hinter mir stehen und einfach mich unterstützen bei dem Ganzen. Und ja, das ist einfach echt sehr cool. Weitermachen ist auf jeden Fall ein ganz gutes Stichwort, was die nächste Frage betrifft. Denn wenn man die Hinterseite deines Oberarms betrachtet, sieht man ein Tattoo mit der Aufschrift Keep Going. Ist das so etwas wie ein Lebensmotto oder eine Erinnerung daran, dass man bei der Entwicklung noch nicht am Ende angelangt ist, sondern eigentlich immer weitermachen muss, um seine persönliche Bestleistung zu erbringen? Ja, das Keep Going, das ist so ein bisschen das Motto von meiner Familie geworden. Einfach in der Vergangenheit einfach immer probieren, weitermachen und einfach immer probieren, sich weiterzuentwickeln. Und ja, wenn man stehen bleibt, dann bleibt stehen. Und das ist immer, natürlich muss man die Zeit genießen und die Erfolge genießen. Und das ist auch wirklich etwas, was man machen. Aber trotzdem muss man immer weitergehen und das ist schon irgendwie so ein bisschen unser Motto war. Wie weit musst du für dich persönlich noch gehen, um an dein Leistungsmaximum heranzukommen? Du bist jetzt schon ziemlich nah dran, würde ich mal von außen behaupten. Ich weiß nicht, was meine Maximumleistung ist. Ich glaube, das wird man selten wissen, weil ich glaube, es gibt immer irgendwas, wo man sich weiterentwickeln kann. Und ja, was dann schlussendlich die maximale Leistung ist, das ist schwierig zu sagen, also keine Ahnung. Zum Abschluss hätte ich noch ganz gern eine Frage gestellt, was einen aktuellen Rekord betrifft. Sarah Takanashi hat 60 Weltcupsiege in ihrer Karriere eingefahren. Du stehst mit 20 Jahren bereits bei 12 und bist Fünfte in dieser Auflistung. Du bist am besten Weg dorthin, diesen Rekord irgendwann einzustellen. Ist das auch schon etwas, das dich beschäftigt, dass du siehst, dass du schon so früh erfolgreich bist? Oder ist es dann doch eher zweitrangig? Eher zweitrangig, würde ich sagen. Ich meine, der Rekord ist echt beeindruckend. Also 60 Siege ist ein sehr viele. Ich meine, mein Ziel ist es einfach, jetzt weiterzumachen. Und grundsätzlich
ist es schon mein Ziel, so viel wie möglich Siege erholen. Aber wie gesagt, ich mache es auch, ich weiß auch nicht, wie lange ich es mache. Ich mache es, solange es mir Spaß macht und solange ich das alles einfach mache, weil ich es machen will. Und ja, wohin die Reise geht, das weiß man leider nie. Also das lasse ich echt offen. Was passiert jetzt eigentlich noch im restlichen Jahr im Leben einer Sarah Marita Kramer? Gibt es einen Rückzug zu Weihnachten, ein paar Tage abschalten oder dann doch voller Fokus aufs Training und ohne Rücksicht auf Verluste? Eine Kombination aus beidem, glaube ich. Also vor allem einfach jetzt genießen. Ich meine, wir sind jetzt viel unterwegs gewesen. Also die Tage daheim, die sind echt fein und da kann man echt wieder Energie tanken. Aber natürlich kann man das Training nicht vernachlässigen. Also Training steht natürlich auch ganz oben an erster Stelle, aber trotzdem, ich meine, Weihnachtszeit ist Weihnachtszeit und ich glaube, die ist zum Genießen mit der Familie. Vielen Dank, Sarah Marita Kramer, für dieses sehr, sehr interessante Interview. Sie ist und bleibt die Überfliegerin im Damen-Skisprung-Zirkus und jetzt wartet auch noch das erste Heimspringen, das sie im Vorjahr in der Ramsau gewinnen konnte. Sie ist ambitioniert, sie ist möglicherweise eine für einen ewigen Rekord, eine für die Geschichtsbücher, aber sie bleibt nach wie vor zielstrebig und bodenständig und das ist genau der Weg, den sie auch in den letzten 1 bis 2 Jahren bestritten hat. Wenn sie dieses Tempo halten kann und vor allem weiterhin der Konkurrenz so enteilt, dann können wir uns aus rot-weiß-roter Sicht auch in Zukunft freuen. Das war der Sportstalk mit Sarah Marita Kramer. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.